will noch mal eine Babygeschichte von mir hören, Oma. 3 Uhr schon. Ich komme zu spät zur Arbeit. Schnell, hüpf ins Auto, ich bring dich hin. Danke, Oma. SpongeBob, du kriegst noch dein Kussi-Kussi. Oh ja, ganz vergessen. Tschüss und danke fürs Herbringen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute wollen wir mal von unserer lieben Oma von SpongeBob ihr Auto natürlich noch bauen, damit sie immer unterwegs ist, auch im Bikini Bottom bei uns. Ich würde sagen, Blöcke in die Hand. Auf geht's! Für den Start holen wir uns dann erstmal ein paar schöne Purpur-Stufen raus. Tropenholzblöcke, davon die Treppen, wie Stufen sind dabei. Dann holen wir uns eine Schwarzeichen-Stufe raus. Auch noch ein paar Tropenfalltüren, dann eine Eisenfalltür, ein Amboss brauchen wir heute und Schwarzeichen-Zauntor. Wir bauen Omas Auto etwas mal heute in der Luft. Du kannst es dir natürlich gleich auf den Boden platzieren, aber ein besserer Rundumblick macht es, wenn wir es in der Luft bauen. So, wir platzieren uns eine Purpurstufe, jedenfalls so, dass sie oben an unseren Blockrand ist. Ne, dass wir darauf theoretisch ganz normal einfach noch ein paar Blöcke draufsetzen können. Sobald wir das haben, setzen wir uns jetzt erstmal wirklich mal ein Maß von einer Länge von 5 Stufen. Jetzt habe ich hier 4, 5, so 5 Stufen und auf eine Länge von insgesamt 4. Dann können wir uns hier einmal dieses Feld erstmal hier komplett einmal zuziehen. Und sobald wir hier unser 5er Feld mal 4 haben, können wir einmal auf der Rückseite 3 weitere Stufen platzieren. Und auf der Vorderseite wollen wir auch nochmal 3 setzen, aber das machen wir gleich mal auf eine 2er-Länge. Und dann nochmal vorne noch eine weitere Stufe ran. Sobald wir hier unser Feld haben, kommen wir jetzt mal schon zu unseren Tropenholzblöcken. Wir beginnen dann einfach vorne an der Spitze. Hier setzen wir einmal einen Block auf, dann kommen hier gleich 2 weitere Blöcke. Dann können wir hier eins setzen, dann lassen wir einmal frei und setzen nochmal 2 auf der Rückseite. So, machen wir an der Seite auch. Hier 2. Hier ein freilassen und 2. Jetzt kommen wir schon gleich mal zu unseren Treppen. Hier an den Seiten, wo wir freigelassen haben, setzen wir einfach eine normale Treppe hin. Das soll so ein bisschen unsere Autotür sein. Auf der Vorderseite setzen wir jeweils hier nochmal eine Treppe vorne an unseren Blöcken ran, um das Auto oder halt unser Bootmobil natürlich ein bisschen spitzer zu machen. Auf der Rückseite wollen wir noch einen Kofferraum bauen. Das heißt einfach, wir setzen hier insgesamt 2 Treppen an den Seiten hin. Hinten können wir es einmal miteinander verbinden und hier in der Mitte vorne setzen wir einfach eine Stufe hin. Danach können wir gerne hier noch eine weitere Blockreihe uns platzieren. Dann können wir auch gleich schon mal unsere Autositze reinbasteln. Vorne beim Motor, würde ich mal sagen, setzen wir einfach noch ein paar weitere Holzblöcke hin. Und damit unser Kofferraum natürlich nicht offen ist, decken wir ihn nochmal ab mit unseren Tropenholzfalltüren. Die können wir hier einmal drauf platzieren. Jetzt können wir natürlich hinten noch einen Motor ransetzen. Da einfach hinten eine Eisenfalltür ran. Da dann einfach einen Amboss hin. Und dann können wir noch hier ran einfach noch unser Zauntor hinten einmal platzieren. Das ist dann der Propeller von unserem Motor. Dann haben wir das dran. Ich spiele gerade noch mit den Gedanken, dass wir hinten in der Ecke vielleicht auch noch ein paar Treppen setzen können. Entweder so, dass sie nach hinten gucken oder zur Seite weg. Da bin ich mir noch ein bisschen unentschlossen. Sieht beides nett aus. Naja, das ist dann wieder so Geschmackssache, wie man es haben will. Aber ich glaube, ich mache das so, dass es nach hinten steht. Genau, das sieht auch nicht schlecht aus. Naja, dann wollen wir unser Auto noch ein bisschen verfeinern. Da holen wir uns jetzt einfach mal ein paar Schleifsteine raus. Denn Eisengitter sind dabei. Konstruktionsleere Blöcke. Man kann auch gerne Fäden nehmen. Man kann auch gerne Barriereblöcke nehmen. Also, da ist vieles offen. So, dann holen wir uns noch ein bisschen Teppich raus. Dann einen Hebel, einen Fichtenknopf. Dann holen wir uns eine Schallplatte raus. Am besten dann noch einen Gegenstandsrahmen und ein Bögenschild. Kommen wir immer zuerst zu den einfachen Sachen. Verwenden wir gleich mal unser Schild. Das können wir hinten einmal als unser Kennzeichen benutzen. Was ihr natürlich jetzt bei euer Kennzeichen raufschreibt, ist natürlich ganz euch überlassen. Ihr könnt natürlich auch einfach mal Oma raufschreiben. Einfach passend halt auch für unsere Oma. So, dann haben wir das Kennzeichen Oma schon mal. Ups, da fehlt mir noch ein Bindestrich. So, wenn schon, denn schon, machen wir es ordentlich, ne? Dann haben wir schon mal unser Kennzeichen. Dann kommen wir noch dazu, natürlich hier noch unser Auto ein bisschen besser zu machen. Das heißt, wir setzen uns ein Lenkrad einfach mal mit einer Schallplatte so ein bisschen da. Dann würde ich sagen, noch einen Schaltknüppel, den machen wir auch noch rein. Vielleicht noch hier für den Beifahrer. Nur so ein kleines Handschuhfach kann man hier machen. Man könnte sogar, nehmen wir hier mal kurz die Kiste. Und zwar, man könnte auch hier noch, sage ich mal, sich einfach sowas machen, ne? So ein kleines Schubfach hier noch, dass man da noch ein bisschen was sich verstauen kann. Gut, dann haben wir den Innenraum von unserem Auto auch fertig. Jetzt können wir natürlich noch ein bisschen Bonus-Sachen machen. Zum Beispiel, Oma hat ja, sage ich mal, bei ihrem Auto noch ein Dach drauf. Da würde ich mal einfach hier an den Seiten so ein paar Eisengitter mehr machen. Einfach mal auf eine 2er Höhe. Und dann kommen wir schon dazu, was ich meinte. Ihr könnt entweder jetzt konstruktionsleere Blöcke nehmen. Oh, hier steht noch einer. So. Konstruktionsleere Blöcke nehmen, die ihr euch dann hier verbindet. Oder ihr nehmt auch Fäden oder Barriereblöcke. Aber ich finde die eigentlich besser hier, weil da kannst du ja auch noch durchgehen. Und die siehst du ja überhaupt nicht. Ne? Zum Beispiel beim Faden, den würdest du ja die ganze Zeit sehen. Darum habe ich mich eher mehr dafür entschieden. Da fällt mir gerade auf, ich habe das ein bisschen zu breit gemacht. Ich verkürze mir das hier nochmal um eine Reihe. So, dass es eigentlich nur neben der Tür, sag ich mal, unsere Eisengitter sind. Danach setzen wir natürlich dann nur noch unser Teppich einmal rauf. So, dann regnet es auch schon mal nicht mehr rein, wenn wir hier fahren mit Oma.
Und dann fehlt nur natürlich nur eins. Unser Auto muss auch, sich auch noch fortbewegen können. Das heißt, wir nehmen mal unsere Schleifsteine und wollen natürlich noch ein paar Räder machen. Ein Rad würde ich gleich mal, wenn wir jetzt hier unter unserem Auto sind, gleich hier vorne unter der ersten Stufe mal einmal eins setzen. Und auf der Rückseite würde ich gleich einfach zwei Stück hinter unserer Dreierreihe hier setzen, ne? Dass wir hier dann auch nochmal zwei weitere Räder machen. Und darum habe ich das jetzt einfach mal in der Luft gebaut, damit es einfach ein bisschen ja, übersichtlicher ist, auch mit den Rädern, dass man sich das angucken kann. Und jetzt kannst du dir natürlich das Boot mobil, natürlich von unserer Oma, natürlich auf der Straße platzieren. Das Auto unserer lieben Oma ist jetzt startbereit. Sie fährt bestimmt schon in unserer Stadt Bikini Bottle natürlich schon ein bisschen umher, bringt vielleicht auch SpongeBob wieder zur Arbeit, damit er natürlich auch seinen Kussi-Kussi bekommt. Ist natürlich nichts Verkehrtes, von seiner Oma einen Kussi-Kussi zu kriegen. Aber ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!